300.000 Sternenstaub und mehr als 400 Fänge in einer Stunde. Ich werde heute schillernde Pokémon entwickeln. Ich glaube, ein paar Pokédex-Einträge hole ich mir auch und direkt frisch hier Knilz Rampenlicht-Stunden-Gameplay. Ich habe, glaube ich, keine einzige Entwicklung in dieser Stunde durchgeführt. Der Bonus war doppelte EP beim Entwickeln. Also, wenn da so ein heftiges Pokémon am Start ist, dann will man da nur fangen, fangen, fangen. 500 Sternenstaub pro Knilz nämlich. Und ich hatte durchgehend ein Sternenstück an, einen Rauch und mit Schnellfangtrick, ja, so grob 450 Pokémon habe ich geschafft. Je nachdem, welchen Bonus es gibt, gehe ich es eigentlich oft auch eher gemütlich an. Lass den Ball im Hintergrund fangen oder mein Pokémon Go +++. Dann bei so einem Pokémon natürlich nicht. Hatten wir schon in der Vergangenheit mal Sterndu. Wir hatten eine Rampenlichtstunde mit Zubiris, dann mit Paras und mit einigen weiteren Pokémon. Für die mache ich auch immer richtig viel Werbung. Also sowas hype ich nicht umsonst. Genauso vierfach Sternenstaub-Event, da habe ich gesagt, heftigstes Event seit langer Zeit oder so. Aber egal, ich schweife vom Thema ab. 300.000 Sternenstaub gemacht und so viel gefangen, wie nur irgendwie ging. Aber im Hintergrund beim Gameplay, wieso ist es da schon finster? Kann bitte wieder Sommer sein? Ich bin auf jeden Fall Team Sommer, wenn ich die Wahl habe. Der Schilling, Alter. Und dass wir hier auch noch ein bisschen was sehen, habe ich ein paar Pokémon vorbereitet. Ich habe Sankabu noch nicht mal entwickelt und das ist mir mittlerweile aufgefallen. Na, aktuell ist es wirklich häufig ein tägliches Pokémon beim Login. Also die mit dem weißen Kringel drumherum, die einmal nach Mitternacht auftauchen oder eben, sofern man die App dann startet am neuen Tag. Na und das war einmal im Event da, danach eher nie wieder. Aber nun kann man es auch so bekommen. Denn, was habe ich noch so vorbereitet? Ja, ein paar schillernde noch vom Pokémon Go Fest, die ich vielleicht entwickeln kann und will und möchte. Genau. Und habe ich das schon eingeblendet? Werde ich das noch einblenden? Habe ich eventuell heute ein Shiny bekommen? Na, ohne es wirklich zu bemerken, wenn ich fange, ich schaue nicht immer auf mein iPad. So, den Curveball, ich mache den wirklich automatisch. Ich schaue mir die Umgebung an, ich schaue, wo ich hinlaufe und so. Ich bin wirklich immer mit erhobenem Kopf. Nicht so dieses typische Meme, wo man komplett so runterschaut mit dem kaputten Nacken. So, was ist das für ein Shiny? Die Farben? Irgendwie das Blau gefällt mir. Erkennt man eigentlich nicht auf den ersten Blick. Wenn man schnell schaut, könnte man meinen, okay, das ist normal. Ich meine, unabhängig von diesen Shiny-Sternen, aber ja, cool. Hätten wir das mal. Dann, boah, bei Viscora bin ich mir echt unsicher, aber ich dachte mich, sonst habe ich nicht viel hier fürs Video. Momentan ein kleines bisschen Content dürre ich schaue so auch bei anderen Portalen, bei anderen YouTubern auf Reddit nach Themen. Und mein MMO, da geht es, also die merken auch ein bisschen Content dürre. Da kam ein Artikel über alle Rampenlichtstunden im Oktober raus, vor einem Tag. So, Gastrodon. Und dann nochmal ein Artikel nur über die Knilz-Rampenlichtstunde, die eigentlich da auch vielleicht schon drin war. Dann Ferkuli männlich in Shiny habe ich noch nicht gemacht. Und dann ein Artikel darüber, Pokémon Go. Spieler findet seltsames Shiny, doch die Community spricht nur über seine Katze. Also ihr merkt, momentan rührt Niantic wirklich die Pressemitteilungstrommel. Da kommt eine News nach der anderen raus. Jo, okay. Hätten wir das auch geklärt hier. Dann Frubbal, Pokédex-Eintrag. Habe ich heute auch hier gefangen und dachte mir, Moment mal. Das Ding habe ich ja noch gar nicht entwickelt. Ja, also ich habe nicht versucht, irgendwie einen Rekord aufzustellen mit den Fängen. Aber immer so, wenn ich für mich persönlich mehr als 400 Fänge schaffe, dann bin ich eigentlich zufrieden. Ich laufe nicht unbedingt die Top-Route oder so, sondern einmal bin ich sogar bei einer Ampel bisschen länger bei Rot gestanden, weil ich das schlecht getimt habe. Ich kenne normalerweise wirklich jede Ampelschaltung und weiß, wann ich wo schneller schon sein muss. Wenn ich sehe, okay, hier haben die Autos noch grün,
aber vermutlich bald rot. Ich sollte ein bisschen schneller laufen, dann schaffe ich genau die Ampel noch. Ja, das ist, mit mir kann man nicht gemeinsam spielen. Ich bin da ein bisschen wookie im Kopf. Okay, hier haben wir auch noch eine Entwicklung, einen Pokédex-Eintrag, meine ich. Und nun, boah, wollen wir das wirklich machen? Wollen wir das wirklich machen? Für den Content, fürs Video. Ich habe Viscora noch nicht mal normal... Oder habe ich Viscora schon mal normal entwickelt? Oder geht es hier nur ums Shiny? Egal, weil ich finde, Viscora ist vielleicht momentan so irgendwie eins der besondersten oder seltensten Shinies, aber das wird mal garantiert einen Community Day bekommen. Dann hat es jeder, von daher mache ich nun schon die Entwicklung, wo es noch ein bisschen besonders ist oder so. Dann packen wir das auf das Vorschaubild. Okay, war noch ein kompletter Pokédex-Eintrag. Das habe ich nicht, oder konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Bonbons habe ich schon ordentlich. Oh, Moment mal, was braucht das nochmal? Ein Lockmodul? Nein, was waren da nochmal? Ja, genau, Regenlockmodul. Ach, du mein, okay. Da habe ich euch nun, das war ein Cliffhanger. Dann kann ich es leider doch nicht entwickeln. Tut mir wirklich leid. Ich meine, ich kann natürlich nun hier ein Regenlockmodul kaufen, aber da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Da bin ich fein aus dem Schneider. War erfolgreich heute. Da kann ich wirklich zufrieden sein. Bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.